Ja, hier. So, Freunde, eure drei Lieblings-Kamikaze-Oliven sind wieder unterwegs in einer Handgepäck- und Hängematten-Edition durch Griechenland. Und wir wurden direkt mitgenommen, deswegen startet das erste Video jetzt so ein bisschen turbulent. Aber besser geht's noch gar nicht. Antero Nummer 2. Bleibt dran, Freunde. Aber pass auf mit deinem Rucksack da wegen dieser. Nicht, dass du da nicht drauf guckst. Da bist du da? Ja, das war auf jeden Fall richtig geil. Ja. So, hiermit startet unser Griechenland-Abenteuer. Wie immer, Freunde, ne? Wir haben keine Route, nichts geplant. Wir sind völlig blind unterwegs. Irgendwo. In Griechenland. Leider ohne Jay Dissel, der hat sich das Bein gebrochen. Mhm. Ja. Aber wir sind jetzt unterwegs, zu dritt. Mhm. 2 Wochen haben wir noch vor uns. Ja, das kommt gut. Jo. Es wurden Mandarinenbäume entdeckt. Boah, nee, ich weiß, dass das Mandarinen sind. Boah, das ist aber verdammt Bretter mit dabei, du. Catch. Eine will, oh nein, eine will ich noch holen, dann haben wir's. Jo. YouTube-Channel in your in it. Hey, Bruno braucht einen Moment. So, hier ging es leider für uns nicht weiter. Wir müssen probieren, das hier irgendwie zum Laufen. Genau so was habe ich mir doch vorgestellt. Das ist es doch, Freunde, das ist es doch. Klar, dass du weiter oben bist. So, jetzt probieren wir hier den Strand irgendwie querfeldein ein bisschen wieder hoch zu verlassen, weil da kommt nichts mehr. Ja, leider kommt die Steigung und die steile Meile hier gar nicht rüber. So, hier haben wir jetzt gedacht, ist halt schön am Wasser, da kann man da hinten, wo wir gerade hochgekommen sind, da wo Yongji steht, da ging das links runter. Können wir schön heute ein bisschen an dem Beach chillen. Ja, und hier würden wir dann schlafen. Allerdings ist da eine Landstraße. Oh, das war anstrengend. Eieiei. Ja, naja, kann ich immer alles haben. Ich glaube, ich habe da oben eine Ziege entdeckt. So eine Ziege, oder? Hallo! Mäh! Ah, du machst den Lowlife, hä? Low Travel. Nee, du. Der kommt hier schön hoch. Ja, Mann! Ah, so lässt es sich doch chillen. Jamasch. Probe liegen. Seegurken Action. Seegurke. Die hängende Seegurke. Warte. Euer Lieblingsheld von den Avengers. Genau, das hier ist die Gurke. Mal wieder am Start. Da ist er. Woo! Die Janille. Konzept ist auch noch nicht ganz ausgereift. Aber es ist. Das ist doch, Digga, das kommt. Also, du wirst vom Wind geschützt sein. Klatsch ich da unten drauf und dein Puls trainiert das schon. So, das sieht doch noch was aus. Schön.
Und schön hier mit Pfefferminzpflanzen. Es riecht alles nach Pfefferminze. Als wenn zwei Mann in einer Zahnpastatube schlafen würde. Da sind sie wieder, eure Autoboys. Hab ich euch alle? Moin Moin! Er ist danach geklärt hier. Ja, so mir ging's gut. Ich konnte gut pennen. Ja. Tipptopp, Wärme. Bei euch? Same. Alle gut. Kein Kalox Frosties hier. Ihr seht, Griechenland, Februar, kann man machen. Kaffee. Ja. Mit Gebrüt. Der Braumeister hier am Stüssel. Kennt ihn. Starbucks kann nix. Come on and stir it up. Stir it up. Stir it up. Hier wird mit ganz effizienter Tassentechnik das Feuer wieder ausgemacht. Und dann geht's weiter, Kollegen. Auf nach Isengard. So, dann bauen wir unsere gemütliche Ecke wieder ab. Das war das Lager. Und dann gehen wir hier weiter da lang. Ja, ja. So, da gehen die drei Hobbits wieder auf Tour. Weiter geht's. Ein Break mit geiler Aussicht. Geht! Eine Ruine! Folgt mir, Freunde! Auf nach Drenor! Safe! Wir haben einen Brunnen gefunden und da werden wir jetzt Wasser schöpfen. Rede ich oldschool. Ich habe damals gebaut, den Brunnen, das weiß ich, weil ich war schon mal hier. Ich habe ihn gebaut? Ja, damals. Ich habe ein Original von Caspar David Friedrich, das ich selbst gemalt habe. Sieht sogar richtig clean aus, guck mal, wie geil. Ja, der hat ein Loch, 2, 3. Ich verstehe, den drauf. Mhm. Aber warte mal, ist oben zu, nicht, dass du jetzt Unterdruck produzierst, schon, dass da Luft reinmacht. So. Ja, so. Okay. Nice. Okay, cool. Geil. Ja, nice. Und wir haben gefiltertes Wasser. Yeah, man. Geil, verdammt. Schmeckt wahrscheinlich trotzdem nur noch so alt. Ich finde nicht, dass es schmeckt wie Wasser. Du kannst jetzt den Unterschied machen. Schmeckt es besser, oder? Schmeckt echt anders jetzt. Ha? Aha, okay, krass. Geiler Wasserfilter, Shoutout an Martin.
So, jetzt füllen wir hier alles um, alles filtern, alle Flaschen wieder voll machen, dann sind wir wieder on grip. Der hat nämlich gar kein Wasser mehr. Und so für kochen, trinken, Kaffee machen, ist für alles wichtig. So, drei Flaschen aufgefüllt und den Filter auch voll. Geiles Ding, hat er richtig zufrieden. Ja, Mann, fett. Kurzer Store Army Flex. Store Army! Wow! 10 Klicks auf YouTube. Heavy Mavi! Alles klar, haust du rein! Ich bin der Junge aus dem Keller, der jetzt endlich mal nach oben will! Ja, einige Hindernisse haben wir hier zu überwinden. Der ist mal aufgehangen. Wir können den hier mal da hinhängen, die Sachen erstmal. Aber lass dir schön Zeit, Digga. Nicht stolpern. Eige? Zack, so, Hindernis überwunden. Und da hinten diese kleine Halbinsel. Da hoffen wir, können wir ein Lager aufbauen. Das wäre richtig nice. Mal auschecken jetzt. Unser Spot. So, Freunde, ich nehme euch mal mit hier in meine Schenke. Zack. Da wohnt der Boy heute Abend. So, ne, kann aufrecht stehen, windgeschützt. Da wird gepennt. Ist doch super geil. Das ist doch geil, ey. Ah, Happiness. So, da hinten wird noch gebaut. Und hier vorne wird Feta degustiert. Aua, lass das doch. So, wir probieren irgendwie an den Strand zu kommen. Lager ist ja aufgebaut. Dann wollen wir ein bisschen was kochen, wenn das geht. Ein bisschen Pasta. Pasta und Pesto. Ein bisschen Pesto ballern. Ballern wie im Presslufthammer. Ah, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Hier, fahren wir die Jungs mal raus. Seht ihr auch was? Zack. So friedlich. Die Windräder auf dem Berg sind zwar schade, aber sonst ziemlich nice. Oh, die sehe ich nicht mehr. Wie geil. Was? Ich habe die am Tag hab ich die gesehen, aber jetzt sind die weg für mich. Ja, geil. Ja, ist auch geil, wenn man nicht so gut sieht. So, es gibt Spaghetti. Ja, bei mir, Feuer hier, bei mir Pesto, die Jungs kriegen Arrabbiata. Und Salz. Und Salz. Man ist ganz stolz drauf. Ne? Ja, geil. Sieht echt viel. Insgesamt gar nicht, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, ich nicht, ne? Ich hab gedacht, ich wär du. Ja. Da ist er. Guten Morgen, Leute. Wir sind's wieder, eure Buschpiraten. Hier mit dem Mokka-Kaffee am Start.
Wir probieren uns ein bisschen Kaffee zu kochen, nämlich. Jo, jo. Den Bacher Kaffee. So, so wie wir das halt immer so machen morgens, ne? Also, ich meine, das ist jetzt unser Ritual hier morgen, kann man sagen. Ja. Ich meine, ohne Kaffee, ne? Dann kann der Tag einfach nicht starten, ne? Nee. Wenn wir den Mokka nicht haben, dann bleiben wir hier. So, Freunde, wir sind ready to rumba hier. Alles wieder zusammengeschmustert. Ja. Und jetzt ist der Plan runter von der Insel, wo wir heute genächtigt haben, und probieren ein Taxi zu nehmen zu einem Mercado. Weil da kommen wir sonst heute nicht mehr an und dann haben wir ein bisschen Problem mit Essen und Trinken. Wenn uns hier ein Taxi abholt. Ansonsten heißt es durchbeißen, swaggen und ja, ohne was zu essen und trinken ins Bett. Te souviendra de nos caresses. Écoute, Paris. Yo. Gavard. Ja, Mann, wir haben einen Real Turtle Tank gefunden hier. Das ist aber mal einer for real. Hammer. Die große Schildkröte gewesen, ne? Ich hab mir das auch schon gedacht. Aber ich glaube, das ist die, oder? Also wir haben auf jeden Fall einen Taxifahrer angeswaggt. Der ist unterwegs. Er hat auch gesagt, dass er unterwegs ist, bevor ich den mit dem Griechen nochmal reden lassen habe. Ja, folgende Situation hier. Heute ist hier Stadtfeiertag. Das heißt, jeder Supermarkt, alles hat zu. Ja, damit haben wir nicht gerechnet, ne? Aber wir kriegen das hin. Unser Dude hat uns hier einen ganz kleinen Mini-Market gezeigt, so einen Frischmarkt. Der hat ausnahmsweise offen. So, eingekauft ist, wir sind wieder ready. Raus in die Natur wieder, Freunde, raus. So, wir sind da. Wir sind da, verdammt. Wir sind wieder raus. Hier sieht man nicht so viel, aber wir sind an einem geilen Beach. Wir haben hier Premium Wood. Mit Inseln da hinten, mit Sonnenschein, perfektes Wetter. Wir haben Bäume ohne Ende, wir haben Schlafplatz sicher. Wir können hier am Beach chillen den ganzen Abend, wir können Bier trinken, wir können Feuer machen. Stört niemanden, keine Leute in der Nähe. Wir haben schon Container für morgen, da können wir den Müll droppen. Dusche steht hier, Paredo. Hier machen wir unseren Figuera da, unseren Foste Alero. kleben bleiben, Move, Alter. Die Leute müssen auch denken, ich bin für, keine Ahnung, Google Earth oder so unterwegs. Was? Ich bin für Google Earth. Hinterstraßen, Gehwege verzeichnet. Ja, ich sehe. Und so. Da, wo die Autos nicht langkommen. Und angekommen. Da sind wir, Freunde. Schon nice. Ja, die sind alle ein bisschen weird. Guck, mein Nierseiner fehlt eigentlich nur so ein Stern. Bei mir ist hier unten das Bein weg. Aber so ist es. Aber es waren genau drei Stühle. Genau drei, die hier standen. Perfekt. Als hätten sie uns erwartet. Nun lass an.
Den Finisher, den Finisher-Move. In Ehren von Jones. Richtig nice, gemütlich hier. Schön, könnte mich da mal die Sonne besuchen. Da hatte ich die letzten Tage nicht so Glück. Uah. Auf für ein Beach Frühstück, Heiliger. Ratter, platter, platter. Empfehlen. Zubereitet von 5-Sterne-Koch Jerome. Ja, man kennt ihn. Das ist echt perfekt, ja. Geil. Also Kollegen, wir haben gerade überlegt, was wir jetzt heute machen. Wir sind ja fett am Laden da hinten. Aber wenn wir heute nochmal weiter wollen, müssten wir jetzt eigentlich schon längst los sein. Es ist so 12. Ja, und hier, die Sonne geht ja um 5:30, 6:00 ist sie weg. Aber da heute auch mein Geburtstag ist, ja, haben wir uns überlegt, ey, ich habe hier an meinem Geburtstag einen ganzen privaten Strand. So, komplett für uns drei. Ja. Wir werden uns einfach ein paar Bierchen bestellen und heute Nacht nochmal hier nächtigen und uns einfach einen geilen Beachday machen mit Aufladeaktion für alle Geräte und dann geht's morgen weiter. Shazam! Ja, zum Geburtstag ein paar Bier am Start. Sehr nice, oder? Ja, Taki ist unser geiler Taxifahrer. Bester Hat Mann, gesagt, Alter. Ja, kein Problem, er holt uns ein paar Bier und bringt die her. Und Wasser, alles da, Mann. Wir müssen heute nirgends mehr hin. Der habe ich gestern Tunes gehört, Alter. Mit Bass? Ja, die 3 geht, hat schon besser. Ja, dann zeige mal. Zeige doch mal, was der Bass kann. Hier, da sind wir. Von der Polizei verscheucht. Wir hatten heute schon mal Polizeikontakt, die fanden das alles okay. Jetzt haben wir auf zwei Polizisten stoßen müssen, die das gar nicht geil fanden und uns weggeschickt haben. Jetzt sind wir hier. Jetzt im Hügel. New Sleeping Spot. Unlock. Das ist die Stimmung, Alter. Die Stimmung ist real. Ja, yeah, man voll am Brennen hier, Digga. Wir feiern, wir machen voll Party, wie ihr seht, am Dancen, Mann. Wir mussten uns polizeilich ein bisschen regulieren. Jetzt sind wir auf Mini-Feuer umgestiegen. Hier macht jemand die 808. 2 Meter vom Feuer weg. Das war's für heute. Geil. Die Dampfer, guck das an. Das wird ein leckerer Schuh zum Abendbrot. Ja, ein frisch gekochter Nike. Nicht gekocht, dann nein, Alter. Ja.
Moin, moin, na? Na, ihr Krieger. Ja, so lobe ich mir das doch, Digga. Schön von der Sonne weg zu werden, ey. Und es ist warm. Es ist warm im Hause Rohan. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Das ist genau nicht stolz, mein Fuß. Die letzten Handgriffe. Und dann gehen wir weiter. So, hier probieren wir nochmal ein bisschen Wasser aufzufüllen. Ein bisschen zu filtern. Bisschen Kopf waschen. Heute ist wieder gut heiß. Chihuahua! So, wir verlassen unsere Wasserfilterstation, Erfrischungsstation, und gehen wieder auf ins Unbekannte. Hier ist das. Ruine ist da. So, da steht das neue Lager in Nähe Ruinen. Eine Triage. Ach, schlecht. Mit Blick auf Ruine. Aus meinem Schlafzimmer raus. Was sind wir jetzt? Unser Schlafplatz. Unser Schlafplatz. Kann man auf jeden Fall machen. Zwischen Oliven und Ruinen. Ein Marktprodukt. Also wir haben gerade mal nachgeguckt, unser Aquädukt hier ist 1800 Jahre alt. Masse Menos. So Freunde, hier ist unsere Küche. Direkt hinter dem Aquädukt. Schön. Hä? Wie macht er das? Er das nur. Unglaublich. Er macht es einfach. Du kannst auch da vorne. Ich kann auch gucken, hier so eine leichte Kamera fort. Wow. Funktioniert nicht. Jetzt habe ich geflext und kann es gar nicht bringen. Ja, ich chill hier richtig casual. Ja, das ist richtig gemütlich, so, Mann. Oder? So mach ich das. Auch seid ihr auch schon wieder da? Hey, I didn't know you played guitar. I don't. But you do. I do. Would you play something? I'd love to. One condition. What? You sing with me? I can do that. What do you have in mind? Hier, ein sonniger Morgen in den Olivenhain Griechenlands. Da sind die drei wieder am Start. Yeah. Erstmal einen Kaffee. So, Lager ist fast weg. Heute verabschieden wir Häuptling hängende Seegurke da hinten. Genau. Wir zwei machen Waschtag, Hotel, Hostel, irgendwas, was auch immer hier gibt, weil Preveza ist nicht unbedingt auf der Karte. Den müssen wir wieder auf die Karte packen, ey. I will tell you when to start.
Posing. Ja, wir sind zurück in Preveza, um den letzten Mohikaner hier abzuliefern. Ja, genau. Ja, ja. So sieht es aus, ne? Komm mal nach Hause, lande safe. Machen wir auf jeden Fall. Wir sehen uns. Digga, Digga. Nye, nye. Fahr vorsichtig, Bro. Machen wir auf jeden Fall. Nice, Digga. War ein cooles Abenteuer. Hat Spaß gemacht. War cool. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Auf die, bis die Straße. Ja, wir fahren hier. Einer ist weg. Einer weniger. Und wir haben uns in ein Hotel einchecken müssen, weil es gibt gar keine Hostels in Preveza. Einer weniger. Und wir swaggen morgen weiter. Wir waschen gerade alles, deswegen auch in der Notfall-Dress. Der Notfall-Badehose. Hier. Ah, und dann geht das morgen weiter. Ciao. Ich hab's nicht gesehen. So, Freunde. Yeah. Wir sind wieder on Tour. Häuptling hängende Seegurke ist los. Und jetzt geht's noch mal 5-6 Tage Action hier. Mit dem Doppelpack. Bleibt dran. Dom Perignon. Ja, Mann, und wir haben eine geile Ruine gefunden. Guckt euch das an. Höhle Ista. Man sieht es sehr wohl, Ruine im Haus. C'est très savoureux. Les nouilles sont croustillantes. Délicatement parfumées au rhum. La cuisson est parfaite. L'ensemble est prodigieux. Andiamo. Andiamo, my friend. My guy. Also wir haben eine Ruine entdeckt. Wir wissen aber nicht ganz, wie wir hinkommen. Wir haben unsere Rucksäcke mal abgelegt, ein bisschen versteckt. Gucken jetzt mal, ob wir da irgendwo reingesneakt kommen. Sneak Level 100! Also echt ein Wunderweg nach dem anderen. Hier haben wir, glaube ich, die alte Stadtmauer, die geht noch da runter. Das ist doch krass, Alter. Wir sind eine Stunde, anderthalb oder so jetzt unterwegs. Wir haben 4 Ruinen entdeckt. Und die nächsten Ruinen. Frisches Wasser, mehr oder weniger. Gute alte römische Liquid. Ja, schönes Wasser aus einem römischen Brunnen. Oder griechischen. Seite noch oder auf der anderen Seite vom Wasser? Nee, auf unserer. Hä, wo? Was? Da hinten den? Weiß nicht, welchen du meinst. Digga, was glaubst du denn, wie schnell wir laufen? So viele Ruinen, wie wir entdecken, wir sind noch gar nicht weit gekommen. Ja, je ne sais pas. Mon avis, c'est votre sauce. Je crois qu'elle est périmée. Regardez, hein? On paye pour pas. Vous ferez moins cerne au fil des sauces. Tenez, y'a la date là. Hallo. Ja, da bin ich wieder. Wir sind hier irgendwie in einem Dead End gelandet. Hier ist Sackgasse. Da drüben sind ein paar geile Bäume. Aber ja, hier hinkommen. Da vorne ist ein Zaun. Vielleicht kommen wir durch diesen kleinen Scheiß hier noch durch. Auf
je ne sais pas, à mon avis, c'est je crois qu'elle est périmée, regardez. Oh. Andy! Dein Rucksack aufschwingen oder was allein? Ich probiere da zu springen. Mit Rucksack, okay. Okay, vielleicht springe ich doch nicht mit Rucksack. Ja, ich denke, das wird sein hier. Jo, Schuhe sind auf jeden Fall richtig durch. Nass, matschig. So sieht ein Abenteuer aus, Mann. Ja, richtig schön gestern Waschtag eingelegt, um alles zu waschen. Jetzt sieht schon wieder alles so aus, ey. Schlimmer als vor. Dreckiger als je auf dieser Tour, ey. Ja. Ein Feuer ist da. So, heute Abend gibt es zur Abwechslung mal frisch gebackene Socken. Nice. Das ist ja auch was. Die sind extra schön salzig. Lecker. Richtiges Bushcraft hier, Alter. Kleine Trockenfunktion wieder eingelegt. Wer kennt es noch? Wer? Sag mir wer. Okay. Es gibt Brot. Was machst du? Ich hab die gerade gewendet. Ja, aber die waren da vorne am Burn gerade. Sie waren am Burn? Oh, mein Schuh burnt. Schuh burnt. Oh nein, guck mal den Gummi an. Scheiße. Der Schuh stand eigentlich nicht auf Speise heute. Also heute hat es Brot, Wurst und Feta-Käse im Hause Rohans. Ja, und gekochte Nikes, Alter. Kommt ran, meine Zwergenfreunde. Richtig deutsch-griechische Kombo, ey. Und noch einen guten Tee für die innere Wärme. Yassasch und ein herzliches Moin Moin an alle Sportsfreunde. Was? Boah, das war für mich eine heftige Nacht. Die ungemütlichste. Normalerweise penne ich sehr, sehr gut in so einer Hängematte. Gestern Abend überhaupt gar null, ey. Young Jerome hier unten, der hat super gepennt. Dem geht's stabilo. Aber nichts, was ein KW nicht retten könnte. So, Freunde. Meister Handschuh hier schon fertig. Paket König Pablo ist da hinten noch am Packen. Und ja, wir probieren halt jetzt uns da durchzukämpfen. Ein bisschen durchs Gestrüpp und durch die Dorne. Weil wir wollen nicht nochmal da vorne durch den Lappen laufen, ey, und dann die Schuhe nass. Die haben wir schön gestern alles trocken gekriegt. Und nochmal hier durch die Pampa. Muss nicht sein, ne, wenn man das nicht will. Das heißt, es gibt ein bisschen Dschungel-Action. Yes. Hello. Diese Matsche-Pampe. Hier in einem richtig, richtig alten Theater. Mussten eben warten, hier war noch eine kleine Schauspielgruppe. Die hat hier noch was gefilmt, da sind wir einfach reingeplatzt mit unseren Rucksäcken. Aber das ist meine Ruine, Alter. Nerven sind einfach die Stahlträger, ne? Aber bevor das alles zusammenbricht. Ja, macht schon Sinn so. Aber geil, Alter, das ist richtig riesig. Stell dir mal vor, hier echt zu sitzen, so ein altes Theaterstück zu sehen, ey. 1000 Leute hier drin sind, Alter. Sonst hat gerade der Leiter dieser Ausgrabungsstätte erklärt, dass wir hier eigentlich gar nicht rein dürfen. Wir haben jetzt mega Glück gehabt, von denen auch noch voll die krassen Infos gekriegt hier. Und der hat uns noch ein zweites Monument erzählt, wo wir hinkommen können. Da werden wir wahrscheinlich nachher probieren hinzulaufen, ne? So, und wir können hier noch ein bisschen Wasser abfüllen. Sehr cool. Also er hat uns gerade nochmal erzählt, alles was ihr hier seht, das war unter Erde. Die haben alles ausgegraben mit der Hand. Alles. Bis hier, oder? Wo die Stufen sind. Puh, schon heftig. Er hat gesagt, alles. Also auch da oben.
alles. Und weiter geht's. Wir sind hier mega cool in so einem kleinen Café gelandet. Sie hat jetzt schon geschlossen, aber ja, wir haben uns noch einen Kaffee geswaggt. Kein Eiskaffee mit Wasser. Wir sind auf jeden Fall gut weit oben. Der erste Berg, den wir in Griechenland besteigen. Hört, hört. Frodo und Sam auf ihre Abenteuer. Ja, Mann. Da unten sind wir gestern durchgestampft. Das kleine Moor. Hey, der hier auf den Fuß macht. Geil, hier ein bisschen Feta und Brot. Und da ist was so eine Aussicht. Dornen! Du Sohn! Alter Schwede! Wie bist du juch? Ja, ist das. Ja, und kriegen wir uns hier hin? Da rechts im Wald ist ein paar coole Spots. Kamerafahrt! Also das ist bis jetzt hier mein Lieblingsspot, echt. Hier oben hängen wir. Yes. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob man das hört, aber uns verfolgt seit bestimmt 6-7 Tagen so ein Hunderudel, was hier durch die Gegend zieht. Streunendes Hunderudel. Bestimmt 10 Stück, wenn nicht mehr. Das sind einige. Die hört man halt immer heulen. Falls die Aufnahme wenig Sinn macht, mache ich das. Oh nein, jetzt hab ich. Na, kommt man da was hören? Ich hoffe es. Schreibt es mal in die Kommentare. Alter, wie viele? Warum sind die schon wieder so nah? Wir sind so weit weg. Ja, die geht, ne? Wir sind da hinten, irgendwo ist das Aquädukt. Die laufen halt irgendwie da, ne? Oh. Hä, die sind da unten? Oder? So, guten Morgen. Gibt erstmal einen Snickers, einen Kaffee und gute Laune. Ja, guten Morgen, ne? So, wir sind fast wieder ready. Weiter geht's. Yes. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. Je sais que tu cherches de
nouvelle vague, de nouvelles sensations. Wir werden verfolgt von einem Opa. Da ist er. So, Young G da drüben muss ich von dem Taxi abholen lassen. Ja, Mann. Der braucht neue Schuhe. Der hat ja seine Schuhe gestern, vorgestern verbacken. Und da ist jetzt so ein Plastikteil, hat sich da mega verschoben, verbogen und zerreißt in seinen Hinterferse. Ja, Mann. Druckstelle. Wenn wir jetzt hier noch 3-4 Tage unterwegs sind, wird das sonst nichts. Das heißt, ich mache hier Mittagsschlaf und der Kollege düst sich kurz Schuhe kaufen. Für euch der Plan. So, der Young G ist zurück, hat Hallo. Ein paar Schuhe ergattert. Ja. Jetzt allerdings schon ein bisschen spät. Wir werden heute mit Erlaubnis des Restaurantbesitzers hier drüben hier bei dem Spielplatz irgendwo uns hinpflanzen. Ja, das ist der Plan. Hier ist eine Horde wilder Schafe, ohne Typen, ohne irgendjemanden, der die führt. Die sind hier einfach so am Durchrennen. Und die machen eine Straßenblockade, die sind für Klima. Die klären sie gleich fest. Also, wir sind hier jetzt heute Abend eingeladen zum Spanferkelessen. Ja, Mann. Reservation. Without the reservation. Weil heute haben die in Griechenland irgendwie so einen komischen Tag, wo die Fleisch essen. Irgendwie, das ist so der Celebration Grind. Ja, und dazu gibt es Spanferkel heute. So, das heißt, das wird wahrscheinlich das letzte Video, weil wir machen kein Feuer, nichts. Es wird kalt. Und dann feiern wir heute hier mit dem griechischen Dorf ein bisschen diesen Feiertag. Der Meat Eating Day. So ist das. Bis morgen, Freunde. Ja, Mann. So, moin moin. Hier ist unser Spielplatzlager. Und Freunde, ich kann euch sagen, Mann, bin ich froh, haben wir hier eine Umzäunung, Alter. Wir wurden gestern Abend von einer Gang Straßenhunde umzingelt. Die waren da. Sehen konnte ich nur einen. Der war auch nicht Teil der Gang. Der kam als erstes. Der stand hier vorne, hat uns fett angebellt. Gar keinen Bock auf uns. Dann sind aber zum Glück unsere beiden Doggies rausgekommen von dem Resti. Da vorne rennt gerade einer. Der Kleine hat mega die Eier, der hat den dann verscheucht. Aber als dieses Rudel hier stand, da hätte man die auch ruhig. Und ohne den Zaun, Jungs, alter Schwede, ey. Das wäre gruselig geworden. Weil das scheint hier echt ein Problem zu sein. Und die greifen halt auch Menschen an. So, das ist schon nicht ungefährlich. Jetzt probieren wir heute wirklich weit raus aus diesem Ort. Weil in den letzten Tagen, wir haben die immer gehört, aber halt ne, nie gesehen und die waren noch immer recht gut weg. Ich denke, das Ding ist halt einfach nicht in der Nähe von Menschen, weil die werden hier abends wohl durch die Häuser ziehen und probieren, irgendwas Essbares zu finden. Ne, oder sich einen Huhn zu reißen oder ein Schaf, ich weiß es nicht. Haben auch schon einmal Blut gesehen gestern. Ne, vorgestern? Ah, riesige Blutlache. Blutlache auf dem Boden. Und ja, ist halt einfach gefährlich. Das solltet ihr auch wissen, falls es doch den ein oder anderen Nachahmer zwischen euch gibt, der sich denkt, boah geil, ey, cool, Griechenland, mach ich auch. Geh nach Portugal, Leute. Portugal viel einfacher. Also insgesamt, fazitmäßig, Portugal viel, viel einfacher Bäume zu finden. Netzwerk, Transport viel, viel einfacher, viel mehr Busse, viel mehr Züge hier. Ist teilweise überhaupt rauszufinden, ob der Bus existiert, schon schwierig. Auch mit Google. Also Google weiß gar nichts über Griechenland. Wir sind hier jetzt auch in einem Ort, hat keinen Namen. Also ja, Freunde. Ist keine Story, ne? Das ist nicht, um einfach zu flexen oder irgendwie das Ganze zu pushen. Das Einzige, wo wir mal flexen oder pushen, ist in den Titeln von unseren Videos. Aber ansonsten kriegt der authentisch mit, was wir machen. Und ja, die Straßenhunde ist wirklich ein Ding hier. Ja, heute probieren wir wirklich Strecke und weg von hier. Auf da.
Je sais que tu cherches quelque chose de différent. De nouvelles vagues, de nouvelles sensations. Ein paar Pelikane! Hier wird unser Spot sein, unser Schlafspot. Und wir hören die ganze Zeit, schon seit Tag 1 unserer Reise, hören wir hier Leute rumschießen. Vielleicht hört man den gleich nochmal. Der hat da unten auch ganz gut geballert. Am Anfang haben wir halt gedacht, gut, die jagen halt irgendwie Enten oder Fasane oder was weiß ich. Aber wir haben mittlerweile auch gesehen, es gibt so Vögel, die auf den Schafen landen. Und ich weiß halt, in Neuseeland gibt es so eine Papageienart, die landet halt auf den Schaf hinten drauf und richtig makaber picken die dann durch die Wolle, durch das Fett, picken die sich da Fleisch raus. Da hört man den schießen. Und vielleicht verjagen die halt einfach diese Vögel. Keine Ahnung. Könnt ihr mal, wenn ihr Griechen seid, uns in die Kommentare schreiben. Oder haben die hier einfach Spaß dran rumzuballern? Kann auch sein. Ein herzliches Moin Moin. Eine Nacht weiter überstanden. Aber wir haben schlechte Nachrichten. Wir müssen heute abbrechen, weil Yongji da oben, sein Fuß, der kann nicht mehr. Der ist heute Morgen hier, diese kleinen Hügel hier, ist der kaum noch hochgekommen. Ja, und das macht keinen Sinn mehr weiterzulaufen. Weil es gibt hier halt auch keine Büsse, keine kleinen Züge oder so, wo man mal eben raufspringen kann und ein bisschen wegfahren und dann easy peasy noch ein Stück rauskommen könnte. Wir müssten ewig laufen. Ja, und damit brechen wir leider das Ding ab. Wir wären jetzt sonst noch 1-2 Tage draußen geblieben. Jetzt wird das nichts. Und nochmal zur Info, also die Straßenhunde, die haben uns gestern wieder umzingelt. Die waren also einmal hier ringsum am Rumheulen. Die fangen halt auch an wie Wölfe zu heulen, wenn die wieder in, keine Ahnung, in ihrer Freiheit leben. Nicht wie Hunde. Es klingt wirklich wie Wölfe. Wir wissen aber, es sind Hunde. Das hat man uns schon am ersten Tag gesagt, dass hier ganz viele Straßenhunde rumrennen. Und es ist super gruselig. So, hier liegen auch überall irgendwelche Knochen. Die haben wir gestern Abend schon gesehen. Ist halt auch nicht geil. Also da nochmal als kleinen Tipp. Wer im Februar Griechenland machen will, ja, das geht. Auch temperaturtechnisch geht das super klar. Einfach Straßenhunde.
am besten, ne, in einer großen Gruppe unterwegs sein, irgendwie 4 Leute wäre super. Am besten auch jeder irgendwie so ein Bärenspray, Pfefferspray, irgendwas am Stissel haben, dass wenn die kommen, man die wegficken kann. So, ey, das ist schon sehr, sehr gruselig. Fucking sketchy, Alter. Es ist richtig gruselig. Also gestern Abend war das sehr gruselig. Wir hatten ja vorgestern schon den Encounter da auf dem Spielplatz. Boah, da ohne den Zaun. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. So, und jetzt hier gestern, wir sind komplett ungeschützt. Hätten die uns geschnuppert oder interessant gefunden und wären wirklich gekommen. Du, ich weiß nicht, was wir hätten machen sollen. Auf den Baum klettern oder... ich weiß es nicht. Ja, also für alle da draußen, die da auch Bock drauf haben und finden, ja, Griechenland ist ganz geil, kann man machen, funktioniert, ist auch geil, also hat schöne Landschaften, wir haben geile Landschaften gefunden und bringt auch Bock. So, die Leute sind auch cool drauf, gibt eine riesen Sprachbarriere, schwieriger als Portugal oder sonstige Länder, wo ich war. Aber nichts, was man nicht klären kann, so mit Hand und Fuß oder einem Google Translator. Aber die Straßenhunde, Freunde, da müsst ihr aufpassen. Und ja, also Transport und sowas ist hier echt Katastrophe. Du kommst wirklich kaum weg von A nach B. Also du musst halt laufen. Was ein bisschen schade ist, weil man natürlich weniger Areal abdecken kann, weniger Abwechslung kriegt. So, ne? Wir würden jetzt halt auch wieder hier irgendwie noch die 2 Tage, hätte Jerome nicht seinen Fuß kaputt, würden wir hier ja auch noch irgendwie 2 Tage in derselben Gegend rumlaufen. Also viel entdecken kann man dann nicht mehr. Was geil ist, super viele Ruinen. Einfach die auch, ne, einfach irgendwo rumstehen, also ne, nicht mit Touristen und bla und Eintritt zahlen und flack die Fluck und dann sind da 150 Leute, machen Selfies. Also richtig cool, einfach irgendwo im Wald und so, findest du einfach geile Ruinen. Ja, so viel dazu. Also geht, temperaturtechnisch geht das super klar, ne, für alle, die meinten, oh, im Februar kann man nicht nach Griechenland und draußen schlafen. Doch, kann man, funktioniert. Aber ja, das war unser Abenteuer, Freunde. Beim nächsten Mal geht's dann wahrscheinlich in die Slowakei oder in die Türkei. Je sais que tu cherches quelque chose de différent. Je sais que tu cherches des nouvelles vagues, de nouvelles sensations.